Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid auf Felix Beziehung. Ich bin Basti. Das ist Super Golds and Ghosts. Und ich will nicht viel labern. Weiter geht's. Wir sind im dritten Level. Ein Feuerlevel. Auf dem Weg, die Prinzessin zu retten. Und die hier, nicht unterschätzen, die können einen mega zu schaffen machen. Vor allem, weil die halt so klein sind und dadurch schwer getroffen werden können. Die da kann man dann schon eher unterschätzen, denn die hittet man einfach und nimmt sie weg. Gut, prinzipiell wie jeden Gegner, aber. Aber, nur dadurch, dass sie so groß sind, dem lassen wir keine Chance. Dadurch, dass sie so groß sind, sind die nochmal auch einfach nicht so unbedingt die schwersten, ne? Ach, da müssen sie sich gerade an der Nase kratzen und dann kommt so ein Scheiß wie. So, das wusste ich nämlich noch, dass hier eine Truhe war. Ich wusste nur nicht, wie man die triggert. Aber ich will diese schlechte Waffe nicht. Tschüss. Immer die Sachen, die man aus der Kindheit noch weiß, ne? So Uni-Quatsch kann man sie nicht merken. Uiuiuiui. Oh Gott, die Axt, die war auch nicht so super, ey. Aber ich muss die jetzt mitnehmen, denn wenn ich da drüber springe, ja, dann würde ich. Oh Gott, ist die Scheiße, ey. Ach Gott, ist die Kacke, Alter. Ja, seht ihr, was diese tolle Axt kann? Kein Scheiß, manchmal frage ich mich, was die Spielemacher bei solchen Scheißwaffen gedacht haben, ey. Weiter geht's. Ich starte mit der Lanze und der grauen Rüstung. Ach Scheiße, ich starte mit der Axt. Weißt du, sogar die hier ist besser als das, was ich da gerade irgendwie Tolles hatte, ey. Ey, kein Scheiß, da finde ich die Fackel besser als diesen Quatsch, ey. Hallo, na wie geht's? Ja, oh Gott. Gib mir bitte eine bessere Rüstung, ey. Dankeschön. Oh oh. Ach man, so. Okay. Hier bin ich gerade gestorben, weil ich diese scheiß Waffe hatte. Toll, ne? Mann, was für Skills ich doch habe. Ich meine, hier wäre auch eine Truhe gewesen, aber wie ich jetzt hier triggern konnte, weiß ich nicht mehr. Aber was für ein krasses Vieh das da unten noch ist, ne? Was für ein krasses Vieh! Du dummer Hurensohn. Du blöder Assi. Ich mach platt, ey. Das war knapp. Das war knapp wie Scheiße. Oh Gott, genau. Ach nein, ey. Das noch zu können, ne? Diese Scheiße. Oh. Ach du. Ich glaube, ich muss es wieder am Anfang starten. Fallen Angel came to me. Es geht weiter. So. Gib mir eine bessere. Warum habe ich gerade eigentlich den Bogen auf? Ich sollte weniger labern bei dem Spiel. Dann passiert auch nicht so ein Quatsch, ey. Oh Mann, ich wollte ihn noch treffen. Der hat immer irgendwas für mich. Ist kein guter Run bis jetzt. Ready, go! Seht ihr, warum ich diese Waffe nicht so mag? Wie ewig gerade Scheiß dauert, nur um dieses Riesenvieh da umzuhauen? Dann nehme ich das hier lieber mit.
komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. So, und weiter geht's. Jetzt scheiß wieder unten. Ey, hau ab. Das mach ich jetzt auch platt. Och, Bell. Oh. Ich fühle mich bei dir noch immer so überfordert, ey. Was für eine Kacke. Alter, was war das denn? Nein! Tschüss, ich vergesse dich einfach. Okay, 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 okay. Boah, Alter! Also manchmal ist dann bei den Gegnern hier aber auch einfach besser bestellt, wenn man flüchtet, ne? Oh, Alter! Und hier hat mich der Assi gleich umgebracht, ne? Ja, er hier. Wenn man ihn nicht direkt umbringt, dann ist man aber auch direkt tot, Alter. Peng, 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 peng. Peng, peng, peng. Los, geh da weg, du Assi. Gehst du da weg? Geht doch. Ist das, was ist das eigentlich? Das Rad nach Hamster oder was da stehen? So riesigen Muskelhamster oder Löwenhamster? Ich kann es euch auch nicht sagen, ey. So, hier muss man halt schnell reagieren, wie man gerade gesehen hat. So. Boah, dass ich das gerade wieder on First Try schaffe, ist aber auch... Ich wette, ich fall gleich runter, also ich jetzt hier eine große Klappe habe, aber... Vielleicht auch nicht. Oh oh. Und ich bin tot. Das musste ja passieren. Bitte lass mich da wieder spawnen. Bitte, 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 bitte. GG. Was habe ich da gerade getan? Okay, es geht weiter. Nein, das haben wir nicht ein. Ich frage mich, was sich diese Game Maker bei dieser Scheißwaffe gedacht haben. Hey, es gibt bestimmt Spieler, die eine Waffe wollen, die nicht richtig gerade ausfliegt und bei Höhen wie diesen hier gar nicht brauchbar ist, weil sie dann gegen die Decke fliegt. Alter, what the fuck? Ah! Boah, es kotzt mir das an. Und der hat gerade auch was getroffen. Super. Und du stirbst. Geht's. Hau da ab. Hau da ab, Alter. Dich braucht kein Mensch. Oha, sexy Bird. Okay, es geht weiter. Also hier kann ich mich jetzt höchstens nur noch selbst umbringen. Wenn ich jetzt sterben sollte, darf ich nicht an dem Spiel rumflamen. Und rüber. Und rüber. Was hat mich da gerade umgebracht? Wisst ihr, so ein Quatsch macht mir noch keinen Spaß, wenn...
Ich war nicht mal neben der Insel. Ich hab... Weißt du, an der Seite sind ja so Stacheln, das sehe ich ein. Das hätte mich treffen können, aber da war ich nicht mal. Scheiß. Nee, und das nehme ich sicher nicht mit, Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in diesem Spiel nur ca. 2-3 gute Waffen gibt. Und die habe ich schon alle mal gehabt. Wobei, gegen Ende gibt es noch eine gute Waffe. Aber, naja, ne, gegen Ende halt. Und warum... Ich weiß es nicht, ey. Hey, cool, ist auch eine Truhe. Das habe ich da auch rausgefunden, dass... ich da gerade reingefallen bin. Ja, Game Over, komm halt die Fresse. Ich hab so das Gefühl, dass, Ne! Oh, ich dachte gerade, ihr müsst hier von ganz vorne starten, Alter. Der wird aber ausgerastet. Hallo, na, wie geht's? Nein, die Lanze nehme ich nicht mit. Hallo? Hallo? Das habe ich gerade rausgefunden. Cool, ne? Und hier kriege ich die goldene Rüstung. Motherfucker, die verliere ich gleich bestimmt in einem Heartbeat, so, aber... Ah, ich hab's so behalten. Mensch, das ist doch mal was. So. Ja, ich hab sie doch nicht behalten. Ganz toll. Und ich hab ihn getötet. Okay, wollen wir dieses Mal nicht auf die Ecke irgendeiner Knochenplattform springen, die ich eh nicht berührt habe, aber, ne? Das da, das habe ich nicht berührt. Und guck, oben ist noch überall dieses Knochenfließband. Das habe ich gerade... Ich habe gerade nichts anderes berührt als das, ey. Komm, mach. Geht doch. Ey, ich lerne es auch nicht, ne? Ich würde sagen, wie lange habe ich jetzt schon hier ran rumgesessen? 13 Minuten? Okay, ein paar Mal versuchen wir es noch. Nein, nehmen wir nicht mit. Ja. Scheiße, Assi, ne? Oh oh, 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 oh. So, wo hatte ich die hier gerade noch verloren? Hier unten war es noch nicht. Da habe ich alle so abgeschossen, nämlich genau so, alle. Irgendwas war hier gleich passiert. Hatte er mich gleich von unten getroffen? Der hier unter mir, der Hamster, der jetzt kommt? Ich glaube, irgendwas war da. Komm her, du Assi. Okay, das hat nichts gemacht. Komm schon. Boah, sollt, Leute, seht ihr gerade, wie krass ich hier unterwegs bin? Goldene Rüstung, Schild. Lieblingswaffe. Ich glaube, dieses Mal könnte ich schaffen. Außer, wenn ich so einen Scheiß mache. Super. So, hat hier es noch erledigt. Ein Versuch noch. Aber ich bin ja gerade jetzt schlauer gewesen als sonst. Ich muss mich jetzt gerade nur verhalten, wie gerade. Ja, also ich meine, bis zu dem Punkt,
wo ich darüber springen musste. Weil ich hatte gerade da unten meine goldene Rüstung. Ich habe wahrscheinlich richtig gemacht, sondern was ich vorher falsch gemacht habe. Ich glaube, ich habe immer diese Trolle hier besiegt, bevor sie irgendwie richtig abgehoben sind. Und das habe ich jetzt schon wieder nicht gemacht. So, jetzt habe ich hier die goldene Rüstung. Ich dachte, der Assi trifft mich jetzt hier da unten, ey. Okay. Oh, ich habe das Gefühl, der umrichtet mich gleich, ey. Aber vielleicht ist er jetzt auch weg. Kann ja auch sein. So. Oh, diese Leiter ist aber auch scheiße platziert, ey, wenn man sich dann ducken will, ne? Ah! Boah, hat das Teil gerade meine Dings geschrotet, ey. Kann das denn sein? Schrotet das Teil einfach mein Schild? Unfassbar, oder? Okay, jetzt kommt das Teil da unten. Dich mal hier auch platt. So Leute, jetzt toll. Ich habe die goldene Rüstung, ich habe meine Lieblingswaffe. Ich darf jetzt nicht sterben. Lass uns einfach alles so machen wie sonst auch. So. Okay. Und hoch. Doppelsprung und jetzt Einfachsprung, ne? Ja, genau. Ha! So, du Scheiß-Assi. Ach, an die Stelle erinnere ich mich auch noch. Die habe ich schon mal gespielt, als ich Kind war. Natürlich habe ich schon mal gespielt, als ich Kind war. Ich habe das all das hier schon mal gespielt, als ich Kind war. Aber es gibt jetzt wieder ein Schild, ihr Schweine. So. Ach, langsam geht's jetzt aber hier, ey. Schön. Ja, nee, ich springe jetzt nicht, aber wenn ich springe, dann bleibe ich nämlich stehen in der Luft. Dann hätte ich quasi nach rechts springen müssen. Schön, dass mich diese obere Fledermaus da gerade begleitet hat. Mit seinem Vampir-Zähnchen. Zähnchen. Oh, da. Das will ich haben. Nein, das will ich nicht haben. Jetzt habe ich fast mein Leben riskiert wegen so einem Quatsch, Alter. Ich habe mein Leben gekriegt. Juchai. Und weiter geht's. Das ist, was ich meinte. Man muss halt wirklich zur Seite springen. Wenn man diese Teile da aufsammeln will. Ach du! Bringst du mir eine Rüstung? Nein, du bringst mir eine Lanze. So ein Quatsch, das keiner braucht. Ey. Außer wenn man gerade eine noch schlechtere Waffe hat. Sowas wie die Axt. Oder die Sichel. Der Bogen steht noch so knapp unter dem Dolch, also... Ne, eigentlich ist es Dolch, Lanze, Bogen, der Rest, so. Wie gesagt, gegen Ende gibt's noch mal eine gute Waffe, aber die ist halt auch... special. Boah, die Goblins hier hatte ich auch schon wieder total vergessen. Jetzt sind sie wieder da in meinem Gedächtnis, so. Klar gab's die, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Das schnapp ich mir. Oh, nein, ich will... Ich dachte mir schon, dass so ein Schwanz mich gleich wieder attacken wird, ey. Gibst du mir eine... Du Hurensohn! Ja, und jetzt darf ich schön ohne Rüstung gleich wahrscheinlich gegen den Endgegner antreten, so wie das Spiel drauf ist. Was habe ich da gerade getan? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ich kann es irgendwie sagen. Ja, und wahrscheinlich stand ich jetzt hier beim ersten Turm, ne? Ganz stark, ganz toll. Egal, jetzt kann ich gleich die Goblins, kann ich mich schon mal darauf vorbereiten, dass die Schwänze kommen, ey.
Zack, zack. Ich frage mich, wofür ich vorhin das, ach du Schwanz, Alter. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Ich will das doch nur schaffen, ey. Wie lange habe ich schon gespielt? Sag an. Ach, nur 20 Minuten. Ja, super. Dann machen wir das jetzt auf diesen Round. Diesen Round, da schaffen wir alles. Nein, das will ich nicht haben. Ich mochte schon als Kind den Dolch immer am liebsten. Mein Bruder, ich weiß nicht, was der mal genommen hatte. Hat der auch den Dolch genommen? Aber meistens hat er unterschiedliche Sachen genommen. War ja auch großer und kleiner Bruder, ne? Man durfte sich ja nicht zu sehr ähneln. Und wenn man einander nachgemacht hat, dann aber unbewusst. Was heißt einander? Ich hab sicherlich eher meinen Bruder nachgemacht, also so rein psychologisch wäre es sinnvoll, wenn ich das getan habe. Aber ich kriege jetzt die Grüne. Bekomme ich nicht. Dummes Gameplay. Nicht Gameplay, Game Design. So. Ich hatte die grüne Rüstung gerade aufgesammelt, Mann. Ich will es nicht. Ach komm, Fresse, ey. Natürlich landet der Korb nicht auf dieser Plattform hier. Auf der kann man ja halt auch nicht landen, ne? So ist das nun. So, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, das nächste Mal wird ertragreicher als dieser Quatsch, den ich hier gerade zustande gebracht habe, mit noch 4 Leben. Immerhin meine Lieblingswaffe, aber der grauen Rüstung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schreibt alles in die Kommentare, was ihr wollt. Das glattet da dann halt. Guckt euch halt auch den Content der anderen an. Da machen die besseren Quatsch als ich hier gerade. Und einfach bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ich Ragequitte. Ciao und tschüss.